Hallo, die meisten erkennen mich. Ich bin Nico von den Jusos und ich habe in den letzten Tagen in der Schule mit einigen meiner Mitschülern, ich bin im Profileistungskurs, darüber geredet, was es hier heute für eine Veranstaltung ist und wieso das aus meiner Ansicht gefährlich ist. Daraufhin hat mir ein Mitschüler von mir, der nächstes Jahr sein Abitur macht, also der ist gebildet und der weiß grob, von was er redet, Folgendes gesagt. Man wird sich ja mal mit dem, was dieser Mann sagt, beschäftigen und es sich anhören dürfen, um dann mal danach neutral darüber zu diskutieren. Viele Menschen, ich denke, sowas Ähnliches habt ihr bestimmt auch irgendwo schon mal gehört, viele Menschen, gerade aus dem bürgerlichen Spektrum, unterschätzen oft die Gefahr, die von Leuten wie Hans-Jürgen Irmer und Hans-Georg Maaßen, mir fällt gerade auf, dass sie denselben Namen haben, das finde ich gerade lustig, ausgeht. Und deshalb wollte ich heute mal über ein aktuelles und ein historisches Beispiel dafür reden, was passiert, wenn die bürgerlich-konservativen Kräfte die Position der nationalen Faschisten besetzen oder mit diesen kooperieren. Das eine bezieht sich auf die Landtagswahlen im letzten Jahr. Hans-Georg Maaßen hat nach den Landtagswahlergebnissen, bei denen die CDU einige Niederlagen eingefahren hat, behauptet, die CDU hätte deshalb Niederlagen eingefahren, weil sie nicht genug am rechten Rand gefischt hätte, weil sie der AfD ihre Position überlassen hätte. Das Gegenteil ist der Fall. In Sachsen wurde Hans-Georg Maaßen von einigen Kreisen, Kreistagsabgeordneten und so weiter von der CDU eingeladen, um dort ähnliche Veranstaltungen wie Hans-Jürgen immer hier zu veranstalten. In fast jedem dieser Wahlkreise hat die CDU massiv Stimmen verloren und die AfD stark zugelegt. Das Gegenteil ist also der Fall. Das heißt, Veranstaltungen wie diese schaden nicht nur dem demokratischen Spektrum, sondern auch den Konservativen. Und damit schaden sie letztendlich sich selbst, der Demokratie und vor allem sorgen sie dafür, dass Positionen wie die, die Herr Maaßen vertritt, noch stärker in den politischen Alltag geraten und noch salonfähiger werden, als sie es leider durch die AfD ohnehin schon sind. Das zweite Beispiel, das die meisten hier wahrscheinlich kennen würden, was ich aufbringen will, ist der 23. März 1933. Wir wissen alle, dass beim Ermächtigungsgesetz außer der SPD, die KPD lasse ich jetzt mal raus, weil die Sitze von denen leider bereits damals annulliert wurden, alle bürgerlichen, konservativen Parteien, egal ob das jetzt das Zentrum, die DVP oder die Bayerische Volkspartei waren, haben dafür gestimmt. Und die haben sich nicht erst am Tag von Potsdam von Hitler und den Nazis dazu überreden lassen, ihre Position zu teilen. Menschen wie Paul von Hindenburg und Papen haben Hitler erst den Weg dafür geebnet, überhaupt Reichskanzler zu werden und damit massiv dazu beigetragen. Deshalb darf man niemals unterschätzen, was passieren kann, wenn Menschen, die ein anderes System oder andere Wertevorstellungen haben, mit jenen Faschisten paktieren. Gerade deshalb wünsche ich mir, dass er immer seine Stellung und seine Ideen überdenkt, was er wahrscheinlich nicht tun wird, oder dass die CDU ihn endlich mal absägt. Das fände ich sehr angenehm. Wir müssen aber auch als Linke dazu in der Lage bleiben, miteinander im Diskurs zu bleiben und uns nicht voneinander zu entfernen. Irgendwelche Streitigkeiten wegen irgendwelchen kommunalen Bauprojekten oder so sind kein Anlass dafür, dass man sich intern total fertig macht und auf wirklich derber Ebene beleidigt. Denn ein weiterer Grund, wieso das mit dem Nationalsozialismus funktionieren konnte, war, dass die Linken in der Weimarer Republik total zerstritten waren. Wenn die KPD und die SPD nicht so gehasst hätten, hätte man den Scheiß vielleicht irgendwie verhindern können. Wie gesagt, war ein multikausales Event, aber das hat definitiv nichts besser gemacht. Und deshalb würde ich jetzt gerne schließen, denn ich fand, vor kurzem haben die Jusos auf Bundesebene eine ganz schöne Social-Media-Kampagne gemacht, bei denen sie alle möglichen historischen Personen mal hervorgehoben haben und gesagt haben, dass sie stabil gegen rechts waren. Ich wünsche mir, dass wir heute alle stabil gegen rechts sind und Geschichte Geschichte bleiben lassen. Dankeschön.